Willkommen zurück, meine lieben Biberfreunde. Wir stehen genau einen Tag vor der Faulwasserflut im Zyklus 30. Und dann werden wir hoffentlich auch das hier voll fertig bekommen. Ihr seht ja, was ich hier vorhabe, ne? Also es wird uns jetzt hier nicht unbedingt weiterhelfen, jetzt hier gegen die Faulwasserflut. Aber es wird uns danach helfen, hier diese Bottiche dauerhaft radikal zu füllen. Oh, ich sehe definitiv, dass das hier ein Problem werden könnte. Ich gehe mal nochmal 5 cm runter. Ich will keine Überschwemmung erleben müssen, sobald hier das Faulwasser da ist. Weil das könnte dann echt ungünstig sein für die Biberchen. Sehr, sehr ungünstig. Das wollen wir nicht. 6, 7 Metallblöcke sind schon drin. Wahrscheinlich gleich 8. Das Gute ist, an der Faulwasserflut, unsere Industrie wird weiter rödeln. Das ist absolut genialomatisch. 8. Na komm schon, 4 Stück fehlen noch. Muss mal gerade mal gucken. Der arbeitet. Nee. Hä? Ey, ohne Witz, deswegen geht's hier einfach nicht voran. Das ist der wichtigste. Gefühlt ist es immer wieder genau der Job, den ich brauche. Der wird beendet. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir kurz erstmal wieder gucken. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, ob alles so ist, wie es sein soll. Ne? Also du pumpst jetzt hier immer noch fröhlich weiter. Du kannst noch eine ganze Menge pumpen. Das ersetzt jetzt halt das normale Wasser. Aber noch nicht instant. Tja, die gute Nachricht ist, dass ich ohne Probleme dadurch dann hier das Ersetzen durchführen kann. Ne? Also sobald der halt nicht mehr pumpen kann, brauche ich ihn nicht mehr, kann ich ihn abreißen und kann dann die beiden hier hinsetzen. Es werden einige Bäumchen das hier nicht so toll finden. Übrigens, 30 Tage Faulwasser realisiert. Das Spiel drückt uns mal wieder das Maximum der Katastrophe rein. Aber ich glaube, dieses Mal sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Da ihr seht, da ist nicht mehr so viel Wasser zu holen. Jetzt ist halt dummerweise Nacht. Ich weiß nicht, ob am nächsten Tag überhaupt noch Wasser da ist, damit ihr die letzten 5 noch rauskriegen könnt. Oh, sie haben es übrigens geschafft. Das gucken wir mal. Nee. Der Drops hier ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Jetzt können wir das hier niederreißen und sagen, das ist jetzt das Wichtigste und das hier ist das Zweitwichtigste. Dann bereiten wir uns jetzt halt einfach auf die Zukunft vor. Diese Materialien werden wir jetzt hier einfach benutzen. Und dann werden wir einen dritten Wasserbottich hier hinstellen. Und den hier müssen wir irgendwann auch mal wegmachen, den Extraktbottich hier. Den will ich hier nicht mehr unbedingt allzu lange haben müssen. Ich meine, wir haben hier immer noch eine gewisse Wasserversorgung. Wir könnten irgendwann mal sogar so weit gehen und sagen, dass wir das Wasser von hier noch rauspumpen, sekundär. Wobei, das machen die eigentlich ja schon ganz, ganz gut. Im zweiten Distrikte. Wir haben schon 45 Biber, ne? Viel mehr sollten wir eigentlich auch nicht unbedingt haben. Okay, die gute Nachricht ist, wir bekommen immer mehr Metall. Ich sehe das mal von der positiven Seite. Mir fehlen behandelte Bretter. Wir brauchen die Holzwerkstatt, sonst wird hier gar nichts passieren. Schon wieder Belrair. Belrair, du schleichst dich überall rein, weißt du das? Bist echt gut darin. Ein kleiner Ninja, der Belrair. Er schafft es, sich ins Rampenlicht zu bewegen. Nicht so wie der stille Wolf oder wie Arathorn. Die sind relativ zurückhaltend von Natur aus. Also ich kann es mal sagen, ich feiere, dass immerhin das jetzt schon mal geklappt hat. Ne? Das finde ich voll gut. I really liked it. Der hier ist fertig. Sehr gut. Maximale Priorität, aber kann ausgemacht werden. Ist gerade eben nicht relevant. In diesem Moment ist die Relevanz überraschend gering von dem Teil hier. Und dasselbe wird auch auf ihn zutreffen. Allerhöchste Priorität für die Arbeiter, aber Relevanz momentan
gering. So, es ist schon wieder Nacht. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich irgendwie einen Weg finde. Oh, warte mal, was ist das hier? Ach, das ist der für die behandelten Bretter. Aber hatten wir nicht schon woanders behandelte Bretter? Metallblöcke, Bretter. Rohholz. Altmetall, nee. Bis jetzt nicht. Bis jetzt ist das alles noch ganz normal und so, wie es sein soll. Ich wollte, glaube ich, irgendwann mal nochmal ein Lager machen. Hier liegen übrigens immer noch Beeren rum, ne? Niemand sammelt sie ein, weil ich kein Lager für sie habe hier oben. Das fällt mir gerade eben auf, ich habe kein Lager für sie. Dynamit haben wir inzwischen auch. Okay, folgender Plan. Wir werden auch versuchen. Warte mal, ich gehe mal gerade eben hier nochmal ran. 1, 2, 3, 4. Ja, ich möchte versuchen, das hier auch noch zu mehr zu begrünen. Habe ich eine Ausrede für noch mehr Lagerplätze? wobei das jetzt hier dann wiederum doof ist mit dem, was, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Nee, das muss nicht an der Stelle sein. Das muss nicht. Aber man könnte versuchen, hier da drüben nochmal, wobei, hier ist auch noch alles grün, ne? Das hier macht hier das alles saugeil grün. Nee, das gehört in die Kategorie Dinge, die wir nicht so haben müssen. Oh, hallo. Kastanienbaum. Du fängst jetzt hier schon an, jetzt hier die Kastanien. Okay, wir haben bald Kastanien. Warte mal. Die Zapferhütte. Nee, der macht nur ein Ahorn. Wer sammelt denn bitte schön die Kastanien? Bienenstock habe ich übrigens auch nie gemacht. Fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Ich habe ja schon mal gehört, dass man das eigentlich hier so hinmachen sollte. Weil das ziemlich, ziemlich cool sein soll. Mach einmal jetzt mal den hier weg. Weil die Pflanzen natürlich halt noch sehr viel mehr krasser, schneller wachsen. Na, also ich würde den jetzt mal dahin machen. Und dann dahin. Ah, nee, ist genau auf dem Weg, oder was? Natürlich. Halt, Moment. Es gibt wahrscheinlich einen besseren Way to go. Wir brechen das jetzt hier nochmal ab und ich sage, du machst hier weiter mit dem hier. Es gibt einen besseren Way to go. Und zwar habe ich die da unten ignoriert. Na, ich muss die hier wegmachen. Und die machen wir dann weg. In dem Moment, wenn sie einfach jetzt hier nicht mehr benötigt wird. So, dann, wenn wir hier da sind, können wir den da noch wegmachen. Und so beginnen wir jetzt einfach mal dieses Programm ganz langsam. Also bis jetzt haben wir nahrungsmitteltechnisch kein Problem. 5 Tage sind vergangen. 30 cm gedropptes Wasser. Ist alles noch im grünen Bereich. Oh, Moment. Das hier ist jetzt auch fertig geworden. Sehr schön. Ja, und weil ich halt einfach mit dieser Erfahrung, die wir hier gemacht haben, ne, wir sind ja gebrannte Kinder hier, oder in dem Fall eher durstige Kinder, wird jetzt hier der dritte Wasserbottich des Todes dort oben hier noch hingesetzt. Damit uns auch ja niemals, jemals wieder das Wasser ausgeht. Denn das haben wir nicht sehr gemocht. Nein, nein, das war nicht sehr fein. So, hier geht's auch noch nicht weiter. Warte mal, wir können mal derweil hier nochmal weiter planen mit dem, was ich hier mit den Bienenstöcken... Also wenn ich da jetzt einen Bienenstock hinmache, dann muss einer so hin... Ja, der muss dann genau da hin. Also dann muss diese Pflanze hier weg. So, wenn wir die dann hier haben, dann haben wir genau hier eine.
So, danach müssen wir von da aus. Also eigentlich müsste es hier hin. Ja. Und wenn ich von hier aus da hoch will, warte mal. Muss der hier weg. Bei den Karotten habe ich sogar das Gefühl, das könnte sogar sehr, sehr schnell gehen. Aber alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, es ist erstmal nur eine reine Vorbereitung. Nach wie vor haben wir hauptsächlich Zahnräder. So, wo arbeiten die eigentlich gerade eben? Gebäude braucht man Valien, keine Aufgabe in Reichweite. Oh! Ja, seine Aufgabe hat sich jetzt endgültig erledigt. Kann man das jetzt halt noch einsammeln und theoretisch könnte man da oben jetzt hier eine weitere Siedlung anfangen zu planen. Also ich meine, es gibt hier Möglichkeiten in diese Richtung zu sich durchzuarbeiten. Kostet 4000, könnten wir uns leisten. Zumindest was Forschungspunkte angeht. Der Rest ist, sagt eher so, weiß ich nicht, mein Freund. Aber ich werde es jetzt schon mal freischalten, einfach weil ich es kann. Und dann möchte ich hier natürlich einen sehr, sehr schicken Weg darüber haben. Aber ich, ne, ich habe das jetzt hier nur schon mal vorbestimmt. Weil es mir hilft, mich daran zu erinnern. Ich werde da garantiert nie wieder hingucken und wahrscheinlich in 100 Folgen feststellen, dass ich da was in diese Richtung gemacht habe. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht plane, sondern ich habe die Planung häufig aufgegeben in meinem Leben, weil ich mich eh nicht mehr an meine Pläne erinnere. Ich bin wie so ein Eichhörnchen, versteht ihr? Ich habe überall so kleine Pläne vergraben und wundere mich dann Jahre später, wenn ich sie wieder finde, weil da plötzlich ein Planbaum gewachsen ist. Oder manchmal sind es auch Probleme, die daraus entstanden sind, weil ich mich nicht darum gekümmert habe und es vergessen habe. Wie man es dreht, macht man es falsch. So, jetzt kann ich hier schon den allerersten Bienenstock hier setzen. Das ist überraschend teuer mit dem ganzen Papier hier. Aber egal, ich mache das jetzt hier mal hin. 15 Bretter für dieses kleine Ding. Ich möchte mal betonen, dass dieser Kollege hier, glaube ich, 25 Holzer gekostet hat. In welchem Taschenuniversum verschwindet denn dieses gesamte Holz? Ja, okay, das ist wahrscheinlich alles hier nur Luft und innen hohl, ne? Und das ist halt einfach nur ein massiver Block. Was macht ihr eigentlich, Freunde? Ich beobachte mal gerade eben Ate. Ich habe das Gefühl, dass meine Bau... Achso, die sind wieder hier am Start. Ja, die machen das hier natürlich fertig. Ich habe mich schon gewundert, wo die sind. Ja, das ist bald soweit hier. Das ist demnächst soweit. Keine Frage. Ja, jetzt ist das Ding hier fertig. Kommt ein bisschen überraschend, aber es ist da. Also, jetzt kümmern sie sich erstmal um alles andere. Jetzt kümmern sie sich um alles andere, das ist gut. Hier haben wir zum Glück noch genügend Metall. Wir haben noch einen Ort, nee, sogar noch zwei Orte, an denen wir theoretisch noch Metall so bekommen könnten. Aber wir wollen natürlich nicht uns auf diese Art von Metall verlassen. Das ist die ungünstige Art von Metall. Die Art von Metall, die auf Dauer nur Probleme bereitet. Mhm. Sehr gefährliche Brücke, Freunde, wenn man so über das Faulwasser drüber läuft. Theoretisch kann ich im Notfall irgendwann mal sogar noch mehr in diese Richtung machen. Wo wir gerade eben über Dinge nachdenken, die uns aufregen. Irrigation Barriers werden für mich jetzt hier zum Thema. Ich gehe so weit, dass ich das noch hier noch mit reinsetze. Ich will einfach das Faulwasser jetzt hier loswerden. Es regt mich auf. Selbiges Thema dann hier. Also das hier muss jetzt weg. Das hier muss weg und das hier muss weg. Und dann, wie gesagt, sollen sie jetzt hier so nach und nach... Achso, das muss man gar nicht so machen.
Irrigation Barriers jetzt hier hinsetzen. Ach, der ist jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt. In dem Kontext. Da muss ich mir irgendwann mal was einfallen lassen, das anders zu gestalten. Aber wird schon hinhauen, ne? Wir wollen einfach diesen bösen, hässlichen, tödlichen Boden nicht mehr. Wobei ich ihn auch gerne hier gehabt hätte, aber man kann ja leider die Irrigation Barriers nicht setzen und ein Haus draufsetzen. Komischerweise geht es beim undurchlässigen Boden schon. Ist etwas, was für mich jetzt nicht unbedingt einleuchtend ist, aber es ist halt, was es ist. Hier haben sie immer noch nichts gemacht. Ja, ich gebe denen jetzt hier halt einfach schon mal die Aufgabe, jetzt hier diese ganzen Bienen Sachen jetzt hier zu setzen. Hier unten ist noch viel Wasser. Hier ist noch ausreichend Wasser. Also alles in Ordnung. Was machen denn die Jungs? Arte. Ach ja, du schustest jetzt das hier gerade eben. Okay. Gut, 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 gut. Wo haben wir wieder Arbeitslose? Nicht hier. Wir haben wieder hier Arbeitslose. Was mache ich denn damit? Ja, einen zweiten Bauer instellen oder sogar noch einen dritten. Die Frage ist bloß, wo der jetzt hier nicht mehr arbeitet. Wir haben zum Glück immer noch genügend Kiefernharz. Das rennt uns gerade eben nicht davon. Ui, jetzt sind die behandelten Bretter alle hier. Jetzt haben wir wirklich genug davon. Also wir haben das Maximum an behandelten Brettern jetzt hier. Zumindest das Maximum dessen, was wir haben können in diesem Moment. Ich realisiere gerade eben, dass es am allermeisten Sinn machen würde, wenn ich das jetzt hier einfach so hinmache. Ja, der hier muss weg. Aber später. Alles zu seiner Zeit. Oh, der wurde gerade eben auch operativ entfernt. Sehr schön. So, hier noch das hingesetzt. Sehr gut. Ich hoffe halt einfach mal, also, es wäre halt geil, wenn dran stehen würde, um wie viel Prozent fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Ich meine, das hier sind Nutzpflanzen. Ich habe die Dinger noch nie benutzt. Das ist für mich auch eine Premiere. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal hier, ne? Die werden hier... Nee, die benutzen... Stimmt, die benutzen hier nur normale Bretter. Gar keine behandelten Bretter. Oh, ey, das ist so verwirrend, weil die halt anders funktionieren, diese Biber. Das ist wirklich sehr verwirrend für mich. Ich erhöhe mal gerade eben hier nochmal die Anzahl der Arbeitskräfte. Aber ihr seht, da geht nicht viel. Gibt es irgendeinen Job, der hier gerade nicht unbedingt gemacht werden muss? Ja, dieser hier. So. Und der Dynamit-Heini, der muss gerade eben auch nicht unbedingt. Weil jetzt können die nämlich jetzt hier... das alles jetzt hier so schnell wie möglich bauen, wie nur geht. Jawohl, und da ist der letzte Bottich jetzt hier fertig. So, jetzt haben wir da oben drei Bottiche und jetzt können sie sich endlich um diese Bienenkörbe hier kümmern. Das ist ja schon mal der erste am Start. 5 Tage. Oder betrifft das nur Bäume? Ich werde es mal probieren, ob das halt Bäume im Zweifelsfall betrifft. Also ich werde damit experimentieren. Ihr dürft es mir gerne reinschreiben in die Kommentare, aber es ist eigentlich bei Nahrung drin. Ich glaube nicht, dass es bei den Bäumen hier wirklich was bringt. Wenn ihr mich fragt, warum kann ich das da nicht setzen? Warum kann ich das nicht setzen? Bin verwirrt. Also hier geht's. Da
Das liegt an dem Ding hier, ne? Ich kann es nicht mal löschen. Sehr weird. Äußerst weird, ich sag's euch. Wenn man wenigstens sehen würde, was das jetzt hier bewirkt. Fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Irgendwann gewöhnt man sich an das Summen. Oma Mangonella. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme nicht so richtig dahinter. Okay. Wenn die gerade eben hier sowieso nichts Sinnvolles zu tun haben, dann werden wir wieder in diese Richtung uns jetzt hier hocharbeiten. Na, wir bleiben ja dabei, das hier ist hier dieser Megawall, den wir hier haben. Und der wird auch weiterhin hier existieren. Dann hauen wir mal... Oh, da sind sie gerade immer durchgelaufen. Spannend. Das hier mal weg, damit wir... Moment. Das hier nun finalisieren können. Mal so für den Anfang. Und dann haben wir auch potenziell einen Weg, um darüber zu laufen. Potenziell. Jetzt ist halt das Ding, dass ich dann darüber nachdenke, das Wasser hier vielleicht noch abzusenken. Aber ich kann es nicht absenken. Da oben ist noch... Es sei denn, ich verenge es hier. Man könnte es dann mal so langsam aber sicher verengen. Naja, alles zu seiner Zeit, wir werden sehen. So. Ah, ist das nächste Bienenteil jetzt hier fertig? Also nach wie vor weiß ich nicht, was das tut. Aber ich nehme mal an, dass es Dinge tut. Aber fragt mich bitte nicht was. Aber insgesamt scheinen die Nahrungsmittel wieder zu wachsen. Und nicht zu sinken. Selbst die, die eher selten sind, wie die Sonnenblumen. Deswegen gehe ich jetzt momentan davon aus, dass es einen Effekt hat. Aber es wäre halt schon cool, wenn halt dran stehen würde, ne, erhöhtes Wachstum um 10%, 20%. Oder hat einen RNG, so nach dem Motto, dass die Pflanze einfach instant erwachsen ist und erntereif. Das wissen wir ja alles nicht. Okay, wo wollen wir jetzt hier die Extrakte woanders hinlagern? Ich habe dafür noch keinen alternativen Ort gefunden. Und es wäre vielleicht so langsam aber sicher mal sinnvoll, an einen größeren Bottich zu denken. Die Frage ist bloß, wo? Sollte jetzt halt auch nicht kilometerweit von dem Ding jetzt hier weg sein, ne? Wäre eine Idee. Das wäre hier ganz, ganz glasklar die Idee. Die mir gerade so spontan eingefallen ist. Weil die Energie übertragen wir ja hier schon. Und ich sehe gerade eben keinen Grund, es irgendwie hier zu verändern, was wir tun. So, okay. Bin nach wie vor immer noch kein Fan davon, wie der Boden jetzt hier vergiftet ist, aber... Oh, guckt euch das mal an. Die haben die Irrigation Barriers hier hochgeballert. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und auch positiv überrascht. Ja, komm. Dann machen wir auch nochmal die Kontaminierungsbarrieren hier noch mit hin. Dann sind hier meine kleinen Bäume hier endgültig safe. Ist halt wieder jede Menge Metall, was wir jetzt hier verbraten, aber wir benutzen es ja auch gerade eben sowieso nichts für irgendwas anderes. Ne, das hier wird nicht mehr gebaut, wir verbrauchen gerade nur noch Holz. Dann kann man jetzt auch mal hier diese Irrigation Barriers hier hinmachen. Da, ihr seht schon, viele von denen sind schon ziemlich gut angefangen. Bretter haben wir genug, das wird uns also nicht stoppen.
Was mich jetzt hier wiederum auf den Weg bringt, das hier mehr vielleicht mal zu überlegen. Oder, und jetzt wird es ganz, ganz crazy, die Roboterfabrik, Roboterteilefabrik, produziert verschiedene Arten von Treibstoff für Roboter. Die arbeiten alle mit Biofuel. Halt, Moment, der... Die Raffinerie verbraucht keine Energie. Und ist von der Größe her auch annehmbar. Ich überlege gerade eben jetzt, wie ich das jetzt hier hinbekomme. Ich möchte die gerne haben. Kann ich das hier so überhängend machen? Nee, das ist nicht hoch genug. Das ist leider, leider nicht hoch genug. Hier würde es gehen. Aber das will ich gerade eben hier nicht. Man könnte das... Nee. Ich finde doch sicherlich einen anderen Ort, um dieses blöde Ding zu bauen. Also das Ding muss nicht in der Nähe von Maschinenzeug sein. Das braucht keine Energie. Das braucht also aus Kartoffeln und Wasser, aus Karotten und Wasser, aus Seerose und Wasser und aus Ahorn aus Wasser kann man das machen. Wir könnten es auch einfach ein bisschen auslagern jetzt hier so, ne? So an den Rand von dem hier setzen. Ist nur so eine lustige Idee. Ich meine, Karotten haben wir wahrlich genug. Biokraftstoff Karotte. Und schon haben sie wieder eine kleine Aufgabe, die kleinen Freunde. Wobei sie hier immer noch auch noch eine haben. Hier kommt man gerade eben nicht mehr ran, das ist zu weit weg. Ja, das hier ist ein Problem, von dem wir wissen, dass es eines ist. Das ist ein Problem. Und das nervt mich. Ich habe eine Idee, wie ich es umgehen kann. Ungewöhnlich, aber es wird gehen. So, macht mal hier das hier mit der erhöhten Prio, Freunde. Diese Sprengung soll so schnell wie möglich sein. Klöppel, klöppel, klöppel. Dankeschön. Jetzt machen wir mal, sobald er hier runter ist, den Weg weg. Jetzt sprengen wir das hier. Und jetzt können wir es ohne Probleme machen. Dann gehen die nämlich ab jetzt einfach hier hoch. Und die Irrigation Barrier kommt dahin. Mit erhöhter Priorität alles. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich mache ja gerade eben saudumme Dinge. Und ich meine wirklich saudumme Dinge. Es ist sehr, sehr dumm, was ich hier gerade eben mache. Aber es kommen sie wenigstens da drüben hin. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Also so dumm war es dann an der Stelle gar nicht. Nee, ich muss das hier anders machen. Aber ich hätte dafür das hier niemals sprengen müssen. Also es wird mich jetzt auch nicht dadurch zerstören oder belasten. Aber es hätte nicht sein müssen. So, okay. Weil dadurch komme ich jetzt halt einfach in die Verlegenheit zu sagen, jetzt müssen wir halt das dann doch so lösen. Wir lösen das jetzt halt dann doch auf diese Art und Weise. Nein. Und dann geht es einfach dann hier so hoch. Und dann ziehen wir den Weg jetzt hier einfach so durch. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass du abgestorbene Bäume... Genau, du sollst abgestorbene Bäume bitte schön hier so nachpflanzen. So finden wir jetzt einen neuen Weg hier rüber. Der ist sogar noch ein bisschen sicherer als zuvor.
keine Hängebrücke mehr, sondern so ein richtig massives Gerät. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Oh, ist das Papier fehlt. Natürlich. Wir müssen Papier jetzt wieder herstellen, Freunde. Und wir haben sogar genügend Arbeitskräfte in diesem Moment dafür. Arathorn kümmert sich darum. Gut, mal gucken, ob wir beim nächsten Mal dann hier diese ganzen Dinge hier fertig bekommen haben. Dann planen wir hier auch nochmal einen hin. Und damit bin ich raus. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.